Radio Y. Unser Radio im Land um Hollabrunn, im Retzerland und im Znärmerland. www.radioy.at. Wir hören uns. Ja, wir hören uns und wir hören heute rockige Musik. Gerhard Schneider begrüßt Sie zu Rund um Kultur. Heute ist Dienstag, ein Tag, wo es draußen ziemlich windig ist und Sie auf der Straße aufpassen sollten, dass Sie nicht der Wind verweht. Wenn Sie uns in der Wiederholung hören, dann ist Freitag der 1. Mai, das ist dann ein Feiertag und da ist hoffentlich schönes Wetter. Und damit langweile ich Sie nicht mehr mit dem Wetterbericht, sondern wir haben heute Gäste und zwar geht es um die Brian Spray Band. Und wie gewohnt bei mir, machen wir eine kurze Vorstellrunde, wer da ist und dann spielen wir den ersten Titel aus der aktuellen CD, damit Sie wissen, wie sich das Ganze musikalisch anhört. Bitte, Brian. Ja, hi, nice to hear you, see you. Ich sitze da mit dem Manfred und sind sehr froh, dass wir hier sein dürfen. Ja, wir kennen die Gegend gut und haben ein Haus da in der Nähe bei den Leiser Berge und gegen auf am Freitag in Wien in Café Carina. Okay, 1. Mai, Freitag, wenn wir schon dabei sind, Uhrzeit, Café Carina, wo ist das circa? Das ist in der Josefstädter Schnellbahnstation. U-Bahn-Station, genau. Am Gürtel in Wien. Okay. Und das fängt dann um 21 Uhr und da sind ein paar Überraschungen da für die Leute, die was hinkommen. Okay. Also merken, 1. Mai, Tag der Arbeit, legendär, immer frei, weil nichts gearbeitet wird, außer, weiß ich nicht, Gitarre spielen und so, ist Arbeit. Das ist keine Arbeit, das macht Spaß. So außerdem sein. Hoffen wir, dass der 1. Mai, so wie der Wetterbericht sagt, 70% Regenfall ist, weil dann kommen sie alle zu uns. Ja, es sollte vorher trocken sein, dass man bis hinkommt und dann, wenn man dort ist und überlegt, ob man heraußen sitzt irgendwo, dann... Ich glaube, um 19 Uhr geht es los, dann ist das bringen. Wetter da und genau. Dann kommen sie alle, die Josefstädter Straße zum Kaffee. Ja. Ja. Und der, den Sie jetzt hören, das ist der Manfred Strasser. Grüß euch, hallo. Für die, wo man die noch vorstellen muss, kurze Information über die... Kurze Information, ja. Gebürtig in Hollabrunn, von Solitude kennt man mich von früher. Einige Projekte mit Brian Spray. Ich spiele schon länger zusammen, ungefähr. Vorgruppe vom Uriah Heep, einmal in Wiesn. Haben wir gespielt? Richtig, ja. Das war, glaube ich, schon, das war 95 oder so herum. Also schon eine lange Zeit her. Dann Sex Tiger war die Band und jetzt aktuell halt noch Maddox. Bist sogar nach L.A. gefahren mit den Sex Tiger, ne? Richtig. Los Angeles Tournee haben sie gehabt. Richtig. Und jetzt okay. Fehlt noch Schottland. Das werden wir dann nächstes Jahr nachholen. Ja, ich glaube, da muss der Brian noch überredet werden oder so irgendwie. Nein, ich muss ja meine Verwandten drüben, ich habe viele Nichten und Neffen, die dauernd dort fortgehen in die Clubs und Bars und ich werde ihnen ein bisschen motivieren, dass die uns da was checken in einer der Lieblingsclubs und da fahren wir hin und spielen wir mal Schottland. Gut, damit Sie jetzt wissen, wie die Brian Spray Band klingt, fangen wir mit der CD einfach an mit dem Track 1. Something I said, I should have said nothing, went back to bed. I went to the chapel and prayed to the Lord to wash away all of my sins and stop all the wars. It was better with you. It was better with you. It was better with you. Now it's better without 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 you. To do now.
Everything's so confused now. I got a message for you now. I guess that I got the blues now. When everything's gone wrong, there ain't no way to carry on. I would like you to know now, I just can't let go now. It was better with you. It was better with you. It was better with you. Now it's better without 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 you. Get into my car now, and I'll go for a drive now. I crash into the wall now, and it's all your fault now. And you're gonna pay now. Don't care what you say now, 'cause I ain't gonna stay now. I'm gonna call it a day now. It was better with you. It was better with you. It was better with you. Now it's better without 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 you. Wir hoffen, das war nicht der Tourbus oder so irgendwas. Brian Spray Band, die Frage, wie lange gibt es euch schon, hat mich gerade in der Pause, in der Musikpause überrascht. Die Frage jetzt noch einmal, seit wann gibt es euch, seit wann macht ihr miteinander? In der jetzigen Besetzung, wir sind jetzt wieder zusammengekommen nach einer langjährigen Pause, wir haben 6-7 Jahre ausgelassen und 2013 haben wir sie wieder formiert. Und mit diesem Wunsch, CD zu machen. Und ab diesem Zeitpunkt heißt man eigentlich Brian Spray Band. Früher waren wir Vergiftet in Pfeile, The Key und ganz am Anfang The Sprays. Und das war schon Anfang der 80er Jahre, wo ich angefangen habe. Da habt ihr einen Artikel mitgebracht aus dem Wiener. Schaut übrigens lustig aus, wie der Wiener damals ausgeschaut hat. Oktober 1980. Schilling 20 oder 4 D-Mark hat er. Der Wiener damals kostet und da ist ein Artikel drinnen über die Sprays und da sieht man den Brian Spray, logischerweise jetzt einige Jahre jünger als jetzt, klar, und da steht auch, wenn die Sprays auf der Bühne explodieren, dann flippt das Publikum total aus. Wiens härteste Punkband tritt seit Februar praktisch ununterbrochen aus, ununterbrochen auf, das ist im Oktober. Wart ihr damals so in? War Punk damals so in? Na, das ist übergeschwappt vom die Vereinigten Königreich und New York ist das irgendwie gekommen, diese Punkbewegung. Und das hat schon Wien in Aufruhr versetzt. Weil da haben alle jungen Bands, also haben es alle angefangen zum Spielen und wir haben alle selber Konzerten organisiert. Damals war die Gutsby, die Kleenex aktiv und diese ganze Szene ist wirklich so aufgeblüht. Wir haben ja eigentlich nirgendwo, wo wir spielen haben können. Wir haben ja selber im Amelinghaus und diverse Veranstaltungen selber irgendwie organisiert, wo wir Halle finden haben können. Und nicht selten ist die Polizei natürlich gekommen und gesagt, das ist viel zu laut. Ihr müsst es leiser spielen, weil die Leute wollen schlafen, weil manchmal war es nach 10 Uhr abends.
Und das war wirklich eine Bewegung damals und es hat viel Spaß gemacht. War aber grundsätzlich auch ein Qualitätskriterium. Also wenn du zu einem Konzert gegangen bist, wo du gewusst hast, dass die Polizei sicher kommt, dann hast du gewusst, das Konzert ist auch gut. Genau. Wenn nicht einmal die Polizei gekommen ist, war irgendwie so, naja, war nicht so schlecht. Aber. Nein, wir sind schon gut ausgekommen mit der Polizei, aber wir haben ja immer kritische Texte gehabt. Ein Text von Disgrace hat damals Plastikpolizei geheißen, ja. Viele deutsche Texte, Kampf dem Zwang und sehr politisch war alles damals. Ja. Mhm. Und das hat man dann, wenn die Polizei gekommen ist, man hat es beim Eingang gesehen, dann hat man die richtigen Texte gesungen. Ne? Ja, da hat man ja aufgehört, weil meistens ist der Beiselbesitzer gekommen und hat gesagt, es kostet mir einen Haufen Geld, bitte hört auf zum Spülen. Und leider, ja. Du weißt eh, wie das ist. Ja, aber mit Brainspray habe ich es nicht erlebt. Das waren nur andere Konzerte. Ja, okay. Im Wiener ist auch ein lustiges Bild, so typisch wie halt ein Punk-Sänger und Gitarrist damals ausgeschaut hat, so mit einer Hose, eine schwarze Hose und mit Weiß irgendwie bemalt und ja, da steht irgendwas drauf und die Frisur ist auch typisch, glaube ich, gewesen damals, wie halt eine Punkband zum Ausschauen hat. Ja, das war halt so damals, die Sex Pistols haben es vorgemacht mit dieser ganzen Gewandung. Die haben ja selber viel gebastelt mit Sicherheitsnadeln und alles und wir haben uns auch bemüht, das wäre ein bisschen anders ausschauen. Ja. Okay. Sicherheitsnadel in der Nase gehabt, im Ohr gehabt? Nein, ich habe schon ein Flintel gehabt, aber Sicherheitsnadel habe ich nichts gefunden. Okay. Das eine passt hat. War es ja damals auch für die Nicht-Musiker teilweise üblich, dass man sich halt am Wochenende irgendwie so eine Sicherheitsnadel da mit schmerzverzerrtem Gesicht da irgendwie durch die Ohrlappel getrieben hat? Ja, das hat alles geben, ja. Ja, sonst war man auch nicht so, da ist man nicht einmal belustriert worden, wenn die Polizei gekommen ist und man auch keine Sicherheitsnadel gehabt. Ja. Das war dann auch irgendwie so, was dort und die haben die gar nicht mitgenommen, gibt es ja nicht. Nicht. Also, ja, Punkzeiten. In den 80ern. Gut, das waren noch die Sprays. Wie kam dann die musikalische Richtungstendenz weiter zustande? Die Sprays haben sie ja mitunter dann weiterentwickelt und dann haben sie ein Lied aufgenommen, eine von mir und eine von der PVC Fast, der auch da mitgespielt hat, auf die tödliche Dosis. Das war so ein Sampler. Mhm. Und da waren viele sehr bekannte Bands von der damaligen Szene auf diesen tödliche Dosis vertreten und nachher habe ich ein anderes Projekt gemacht, das hat dann geheißen mit den neuen Deutsche Welle mehr, die vergifteten Pfeile haben wir dann geheißen und da haben wir deutsche Texte gesungen und sind wir dann erschienen im Kontrast zu die tödliche Dosis auf Heimat bist du größer Söhne, das war unsere Sampler, wo wir alle erschienen sind und das sind viele Bands auf Wiener Neustadt, die X-Beliebig und die Dämmerattacke, die Westblock und eben die vergifteten Pfeile und das war unsere irgendwie Gegenbewegung, so tödliche Dosis. Just wanted to see you, I wanted to go. Wherever you take me, it's gotta be so. So I put my shoes on and got out of bed. We went for a walk to get clear in my head. Just another song, I've been waiting so long. Just another song for you to change your mind. Change your mind. Change your mind. Change your mind. You said you'd be waiting down at the gate. You told me to come there. I shouldn't be late. So I bought a ticket and boarded the train. I arrived in the evening in the pouring rain. Just another song, I've been waiting so long. Just another song for you to change your mind. To change your mind.
Brian Spray Band heute zu Gast im Studio in Rund um Kultur. Der Termin zum Mitschreiben, 1. Mai, Feiertag, also da haben sie Zeit, da brauchen sie gar nicht nachschauen, da sind sicher nicht in der Arbeit, zumindest die meisten. Die Uhrzeit habe ich jetzt auch vergessen. 21 Uhr. 21 Uhr im Café Carina. Café Carina. In den Stadtbahnbögen. Stadtbahnbögen. Dort sind sehr leibende Lokale in den Stadtbahnbögen. Das ist wirklich, wer sowieso dort vielleicht noch nicht war, zahlt sich gleich aus, das so ein Lokal einmal zu besuchen. Außerdem hat der Manfred gesagt, das regnet eh, also draußen ist Energy. Richtig. Erst einmal, Tag der Arbeit, arbeitsfrei, Brian Spray Band. Gut. Bleiben wir beim Brian Spray noch ganz kurz. Woher kommst du eigentlich so dialektmäßig? Ich komme aus Schottland. Okay. Aus Glasgow. Was hat dich nach Österreich gebracht? Ja, ich habe mir gedacht, du fragst das vielleicht. Meine Schwester war vor mir da und hat bei der UNO-City gearbeitet und hat mich eingeladen, einmal um mich zu kommen. Mhm. Und bin ich hergekommen auf Urlaub und hat mir ganz gut gefallen. Und dann bin ich wieder heimgefahren, habe auf die Bohrinsel gearbeitet, habe ein bisschen Geld gespart nach der Matura damals. Und dann bin ich wieder hergekommen und bin ich länger geblieben. Ja. Mhm. Und dann sind wir nach Griechenland runtergefahren, weil meine Schwester hat da ein altes Haus gekauft und da haben wir geholfen, das zu renovieren. Und in der Zeit habe ich mich dann verliebt, einer Mödlingerin, und bin mit ihr nach Wien und bin nach Mödling gezogen dann. Ja. Und habe ich zwischenzeitlich auch in der UNO City einen kurzen Vertrag bekommen, habe ich eine Zeit lang dort gearbeitet. Und so hat sich das halt entwickelt. Okay. Wie bist du zur Musik gekommen? Ja, Musik war immer Leidenschaft. Also ich bin sehr spät eigentlich, mit 17, 18 erst, habe ich die erste Gitarre in der Hand gehabt. Aber meine Schwester, die da in Wien gewohnt hat, die Muriel, sie hat Klavier gespielt. Schon bei uns zu Hause, wir haben ein Klavier gehabt in Glasgow. Und die hat auch Gitarre können und die hat mir die ersten Chords gezeigt, da wie in Wien war bei ihr. Und bei mir in Schottland habe ich auch Freunde gehabt, die Musiker waren. Aber die haben eher so Kommerz gespielt, die haben nur nachgespielt in den Mauern Spaß und sind da aufgetreten und haben für Gage gespielt, also so richtige Kommerz. Und da war meine große Partie, aber ich habe ja nie den Talent gehabt, was die besessen haben, dass ich so richtig musikalisch war. Ja. Das hat sie erst bei mir gegeben mit der Punkbewegung. Ich war ja nicht so flink mit den Fingern, aber dann war
in dieser Punkbewegung, es hat nicht mehr geheißen, du musst ja so gut sein, du musst nur mit Gefühl dabei sein, ja? und mit Herz, ja? und mit Power. Und das war Punk. Ne? Mhm. Na, Punk ist ja auch entstanden für die es schon sehr lange her ist, oder die überhaupt aus der Generation sind, die das nicht mehr kennen, so als Gegenbewegung zu dieser ganzen Progressive-Rock-Geschichte mit Pink Floyd und Emerson, Lake und Palmer. Die langen Solos, ja. Genau, die haben einfach alles, was es so gegeben hat, an Musik vom Plattl runterspülen können, waren perfekt, aber relativ manchmal emotionslos, sagen wir mal so. Der Punk hat sich dann Gitarren umgehängt und ob die genau gestimmt haben und ob man es so gut konnte, war wurscht. Man musste einfach mit Herzblut dabei sein. Und es sind aber sehr gute Sachen rausgekommen. Nicht alles, was man so gehört hat damals, war wirklich hörenswert. Aber es waren schon gute Sachen dabei. Na, The Clash, The Jam, all diesen Sachen, also herrlich, ja. Okay. Elvis Costello, The Boomtown Rats. Ja. Das waren dann schon die ein bisschen kommerzielleren Punker, aber das ja, da hat sich schon einiges entwickelt draus. Gut, soweit zum Brian Spray. Bevor wir zur CD jetzt, ja, auf der CD stehst du nur als Sänger drauf, stimmt das? Ja, ich habe ja die Burschen das Musikalische überlassen. Der Manfred hat die Gitarren eingespielt, manchmal 5 an der Stück bei einer Nummer und ich habe gesagt, du machst das in Ruhe zu Hause bei dir. Und ich habe sehr viel Arbeit gehabt beim Singen, aber live spiele ich immer mit bei der Gitarre. Okay. 5 Gitarren kann man dann schlecht alleine umsetzen. Naja, so zwei doppelhölzige sind schon mal 4. Und eine Lupe noch dazu. Genau, eine also ein Doppelhals am Bugel, eine vorn. Ja, vielleicht ein bisschen. Aber du magst das schon. Ja, kommen wir einmal zum Manfred Strasser. Warte, wer gehört noch zur Band? Wer ist nicht da? Der Bassisten ist der Peter Sprengnagel und der Martin Andl, der Schlagzeuger, sind beide Wiener. Und die wollten eh kommen, aber terminmäßig ist sie das nicht ausgegangen. Die wären gern dabei gewesen. Okay. Aber dafür sind sie am Freitag dabei. Ja, Freitag, 1. Mai. Ich merke mir es nicht, Café Carina. Richtig, ist jetzt? Ja. Okay. Perfekt. Haben wir jetzt gesagt, 21 Uhr? 21 Uhr, ja. Super. Eintritt frei. Wow, wichtig, Eintritt frei. Selten heutzutage. Ja, kommen wir zum Manfred Strasser. Nein, machen wir vorher noch eine Nummer. Die Nummer 3, und die nennt sie jetzt I've Been Missing You, das klingt so nach Ballade. Bin gespannt, ob es eine ist.
need you. You know I adore you. I'll be waiting for you. You know the way, you know the way I like you. I'll be missing you. You know that I need you. You know I adore you. I'll be waiting for you. You know the way, you know the way I like you. I've been missing you. You know the way, you know the way I like you. I've been missing you. You know the way, you know the way I like you. I've been missing you. You know the way, you know the way I like you. I've been missing you. The Brian Spray Band heute zu Gast im Studio. Den Brian hat man gerade eine Weile, der uns seine Geschichte von den Sprays weg erzählt hat. Interessant, immer die, also die alten Fotos, ich finde das ja faszinierend. Man kennt dich noch. Also ja, glaube ich, hätte ich kennt auf diesem Bild. Kommen wir zu Manfred Strasser, der auch alte Fotos hat, auf denen man nicht immer erkennt. Zumindest die letzten, was so in Facebook zu sehen sind. Hat sich schon oben hin etwas gelichtet alles. Ja, aber ansonsten werden Sie ihn kennen. Also die, die ihn erst kennengelernt haben, so vor einigen Jahren, die kennen ihn immer noch. Der schaut immer noch ähnlich aus. Der Captain ist er noch. Ja, heute ohne Kopftuch und so, aber ansonsten. Ungeschminkt. Ungeschminkt, durchaus erkennbar. Ja, Manfred, musikalische Projekte. Wo bist du denn jetzt noch überall aktiv? Aktiv, die aktiven Bands eben neben Brian Spray ist Broken Ego, das ist so eine Synthpop-Geschichte, eher in der Gothic-Szene angehaucht. Und hier aktuell Maddox, die die meisten wahrscheinlich kennen werden. Dann denke ich doch. Noch Strategisch Gurt, wo wir jetzt dann im Kulturstadl in Oberfellerbrunn sind bald. Das sind die. Das ist so Austropop, sage ich mal, die Richtung. Ja. Und das sind die aktuellsten Bands, beziehungsweise arbeiten wir gerade fieberhaft mit Solitude an dem Akustikprojekt wieder ins Leben zu erwecken. Und da wird es anscheinend im August soweit sein, beim Pulkau Dollar Kirtag. Na gut, dann hoffe ich ja, wir hören uns vorher noch irgendwann. Aber ganz sicher. Kommt vorher noch vorbei, aber vor August, wenn es geht. So im vor Juli August, oder so. Wenn wir vorbeischauen. Solitude, legendär gab es ja wie lange jetzt nicht? Naja, Solitude, ich war dabei bis 95, das war dieses Rockprojekt. Dann war diese Akustikgeschichte, wo ich dann nicht wirklich mich identifizieren habe können damals. Und jetzt hat eben der Sänger, der Wilmer Manne, hat leider Gottes aus gesundheitlichen Gründen aufhören müssen. Und der Hagen Thomas, eben der Techniker, der jetzt die CD gemacht hat auch, der hat mich dann kontaktiert und gesagt, okay, es gibt einen neuen Sänger. Und sie brauchen auch gitarrenmäßig etwas Unterstützung. Und habe gesagt, okay, gut, dann versuchen wir es. Und es macht richtig Spaß. Und ich hoffe, dass wir dann im August dort weitermachen können, wo Solitude vor ungefähr 1,5 Jahren aufgehört haben. Okay, freuen wir uns einstweilen. Wie bist du zur Musik gekommen? Wann bist du zur Musik gekommen? Tja, zur Musik bin ich durchs Tonstudio Hörnix und meine liebe Schwester Isabella gekommen. Da habe ich durch den Fichtinger, glaube ich, was, der hat mir eine Gitarre geschenkt, also geschenkt, geborgt einmal, eine Epiphone SG, und somit habe ich dann begonnen. Also Isabella war bei WEA Music und hat mir die ACDC-Scheibe mitgebracht, was I was about rock, und somit hat es begonnen. SG und ACDC gehört zusammen, und dann habe ich begonnen zu spielen. Das war ungefähr das mit 13. Klingt jetzt so einfach. Also Platten habe ich auch, Gitarre habe ich auch irgendwann gehabt, aber mehr konnte, also ich bin dem Ganzen im Weg gestanden irgendwie, glaube ich. Ja, es war irgendwie die Starthilfe hat mir die Schwester gegeben, beziehungsweise eben aus dem Tonstudio Hörnix. Und ja, der Rest hat sich dann irgendwie ergeben. Natürlich hat sich das Ganze verfeinert und weiterentwickelt mit dem Einstieg bei Sextiger.
wo ich mit wirklich guten Musikern zusammenspielen habe dürfen. Und eben da ist also ein bisschen eine Tradiwabbel-Connection da dazwischen. Tradiwabbel, ja, ist immer verglichen worden, aber es ist der Sänger. Sechsteiger selber war bei Tradiwabbel dabei. Der Rest ist immer, wir haben eigentlich nur mitgespielt, also als Vorband meistens. Unter anderem größte Sache war im Falco, waren wir mit dabei, beziehungsweise waren wir in Wiesn haben wir gespielt vor Kiss. Zweimal, also einmal in Wiesn und einmal waren wir in Imst in Tirol. London haben wir gespielt, in LA waren wir mit Sechsteiger. Und ja, jetzt hoffe ich, dass wir mit Brian Spray anschließen können und nächstes Jahr die Schottland-Tour machen und dann den Durchbruch schaffen. Ja, der Brian nickt auch. Ich bin schon dabei. Gut, dann spielen wir gleich noch die nächste Geschichte. Was haben wir jetzt? You Can Do It. Na, das passt ja thematisch. Ja, wir werden das machen. Try to free yourself, and if there's something you want so long, and if you find somebody's done you wrong, up on there you see the cross is curving. For all your love, you got nothing in return. You can do it, it's alright. You can do it, fight for your right. There's times when I've been sad and blue, and I guess that's why I can relate to you. Just a phase you're going through, and it'll be alright in a day or two. You need someone to help you through, or someone who will care for you. You know that I'll be there for you, just waiting at the gate for you. You can do it, it's alright. You can do it, fight for your right. Habe ich einen Klick gehabt vor dem Ende, dass ich nicht schon zum Reden angefangen habe. Sonst hätte es mich unterbrochen, die Brian Spray Band. Kommen wir zur aktuellen CD mit dem Titel, die hat gar keinen Titel, oder? Doch, Brainwash. Gehirnwäsche, warum heißt sie so? Ja, der Titel ist bezeichnend dafür, dass diese Konsumgesellschaft uns alles einreden will, ob es gesund ist oder nicht. Es geht nur um Kaufen, Kaufen, Kaufen. Diese kapitalistische Übermacht und die großen Konzerne, das ist einfach diese Gehirnwäsche, was wir dauernd ausgesetzt sind, dass dauernd mit Werbeblöcke und Plakate und wir werden dauernd irgendwie manipuliert. Ja? Und das ist einfach ein bisschen ein Aufruf aus dieser alten Punk-Gedanke, einfach sich nicht alles so gefallen zu lassen und frei den eigenen Weg finden und freigeistig sein und einfach sich nicht einvernehmen lassen von diesen großen multinationalen Konzerne, die nur auf Geld aus sind und verkaufen, verkaufen, verkaufen. Was gar nicht so leicht ist, aber man kann es zumindest ansatzweise probieren oder sollte das auch tun, weil ja, mittlerweile sind die Zustände ein bisschen sehr seltsam. Aber das ist eh nicht unser Thema. Zur CD-Produktion, wer schreibt die Songs? Die Songs sind von mir, sind Brian Spray Originals.
Und die haben wir über die Jahre immer wieder gespielt beim Konzerten. Ein paar neue sind hinzugekommen. Aber eine ganze CD mit meinen Songs habe ich noch nicht gehabt. Deshalb habe ich halt meine besten Songs jetzt ein neues Gewand gegeben und die hier auf diese CD präsentiert. Damit, wenn die Leute zum Konzert kommen, dass die wissen einigermaßen, was ihnen erwartet. Dass die ein bisschen mitsingen können, ein bisschen mit sich bewegen können zur Musik. Dass die ein bisschen einen Vorgeschmack haben, was wir live so bringen. Wie funktioniert das dann, wenn der Manfred als Profi-Gitarrist das nimmt, was dem du vorgespielt hast, als, ich sage jetzt einmal, Punk-Gitarrist, der halt nicht so der ganz perfekte Gitarrist ist, wie du ja selber sagst, gibt es da dann die Streitpunkte, dass der eine sagt, nein, das will ich so? Naja, manchmal, der Manfred kommt eher aus diesem rockigen Bereich, so eher so Hardrock, ja. Und Fuß auf die Retourbox und Vollgas. Ja, manchmal haben wir schon so Punkte, wo ich sage, ja, der Übergang gefällt mir nicht, wo so und dann höre ich das ein paar Mal an und dann gefällt es mir doch. Ja, also wir haben ja schon Diskussionen. Also es ist nicht alles so einfach, wie es auf der CD klingt. Das ist eine Entstehungsgeschichte. Wir haben ja circa ein Jahr, ein halb daran gearbeitet, dass wir das so weit gebracht haben, dass es uns alle gefällt. Ja, wir haben einige Gitarrensachen, Gitarrenparts haben wir einige Male dann eingespielt, noch einmal und noch einmal, bis das dann alle zufrieden waren. Genauso mit dem Gesang, was ich selber immer wieder geändert, die Formen und so, dass man sagt, okay, jetzt ist es so. Es ist zwar dann das Ganze etwas poppiger dann geworden oder kommerzieller, sagen wir mal dazu, aber das war dann durchaus gewünscht, weil es uns dann doch so gefallen hat. Ich sagte, okay, gut, das passt recht gut zu uns. Dann hören wir gleich mal den Titeltrack. Der ist nämlich eh gerade der nächste. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, gibt es jetzt Brainwash. Living a lie, brainwashed.
So, das war die Gehirnwäsche von der Brian Spray Band. Ja, hinter jedem erfolgreichen Musiker steht eine Frau mit der Peitschen. Oder wie immer das jetzt bei euch funktioniert, so genau wollen wir es gar nicht wissen. Auf jeden Fall ist das die, die aus der Pistole geschossen weiß, wo es die CD gibt, und die beiden Herren müssen nachdenken, dass sie es zusammenbringen. Ja, das macht so das. Darf man Management sagen dazu? Ja, selbstverständlich. Ich bin heute mitgekommen. Vielen Dank für die Einladung von Radio Y. Wir sitzen im Studio und es macht wirklich Spaß. Es ist sehr schön. Ich war ja noch nie in einem Radiostudio. Mein erstes Mal. Ich bin hier für das Label. Wir haben eigens ein Label gegründet, um diese CD in die Welt zu setzen. Unser Label heißt Air Gold Records. Und wir haben auch eine Website, www.airgoldrecords.at. Unsere CD gibt es in Wien zu kaufen. In so wie Luft und Gold, habe ich das richtig? Yes, Air Gold. Yes, ja. Ja. Das hat einen Hintergrund. Wir haben sehr lange Namen gesucht und es fallen einem 100.000 super Sachen ein. Und dann googelst du und dann siehst, oh je, gibt es hier schon, gibt es dort schon. Und dann haben wir überlegt, was mit uns einen Zusammenhang hat. Und Brian Spray ist aufgewachsen in der Air Gold Drive, so hieß die Straße. Und wir haben gefunden, Air Gold ist ein sehr schöner Name. Und Google hat ergeben, dass es fast nichts gibt. Und jetzt haben wir uns dafür entschieden, es Air Gold Records zu nennen. Okay. Ja, danke für die Gelegenheit zu sagen, wo es die CD zu kaufen gibt. Wir haben sie in ausgewählten Independent-Plattenläden in Wien gebracht. Und zwar ins Rayfab, ins Substance, ins Record Bag und ein Kingpin. Und ein Kleidergeschäft, wo es coole Sachen gibt aus den 50er und 60ern. Im Kingpin gibt es auch unsere CD zu kaufen. Genau. Okay. Ansonsten das Label kontaktieren. Ja, selbstverständlich gibt es auch online auf ergo.at. Ja, da sollten Sie sich nicht gemerkt haben, wie die Geschäfte heißen. Dort hilft man Ihnen weiter. Da stehen alle drauf, ganz genau. Ergold. Außerdem findet man uns sowieso auf Facebook und Co. Ja, also wird. Einfach anschreiben, die CD. Brian Spray Band. YouTube-Seite gibt es auch. Ja, also YouTube. Spray wie der Spray. Brian wie Brian. Ja. Aber nicht wie Brian Adams, weil der schreibt sie wieder Y. Ehrlich? Ja. Ja, hast recht. Der ist kanadisch. Also mit I. Mit I. Die Kanadier sind halt so strange. Gut, natürlich gibt es die CD auch beim Konzert. Ja. Beim Konzert gibt es uns zum Sonderpreis von 10 Euro. Also noch einfacher, statt sie überall zu merken, wo sie es kriegen, schauen sie zum Konzert hin. Und dort gibt es die CD auch gleich, und sie brauchen sich nur eines merken, nämlich den 1. Mai um 21 Uhr im Café Carina in Wien. Und dann ist ganz einfach, und wenn das Konzert fertig ist, dann kaufen sie die CD zum Sonderpreis und dann wird sie sicherlich auch unterschrieben. Ja, ja, alles Autogramm, ja. Genau, die Stifte werden mitgenommen, also eine original gefertigte CD von der Brian Spray Band, Brainwash. Und damit kommen wir zum nächsten Titel. Ich bin mir nur jetzt nicht sicher, was ich gespielt habe, was das für eine Nummer war. 5 habe ich schon gespielt, sonst hören Sie nochmal Brainwash. Genau, die kennen wir noch nicht. Every night, the city lights are shining bright.
Sometimes I just gotta roll through the city streets alone. You think you're good, you think you're good. You think you're good, you think you're better. You think you're good, you think you're good. You think you're good, you think you're better. 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 Der üppige Schluss war dem Manfred sein Baby. Ja, so ein Gitarrist, wenn der mal im Spielen ist, dann... Gibt's kein Internet. Wie viele Gitarren hast du? Nur so nebenbei? Ja, geht sich noch mit zwei Händen aus. Okay. Link knapp drunter. Aber die neuen Babys sind schon im Wachsen. Ah ja. Hoffentlich. Gut. Warum da braucht der Gitarrist so viele Gitarren? Ich bin ja nicht Musiker drum. Andere Leute hängen halt Bilder an die Wand. Okay, ich sehe es auch gut. Genau, ja. Es gibt dann eine Übungsgitarre, die wird zu Tode gespielt und der Rest hängt dann auf der Wand und wird nur gestreichelt. Mhm. Okay, du bist noch nicht so wie der Steve Vai, den habe ich irgendwo mal gesehen, der war herrlich, wenn der Rodi kommt und wechselt ihm die Gitarren im Steh. Also wenn der tut nur die Hände ausstrecken und der nimmt ihm den Gurt, aber hängt ihm eine neue Gitarre um, klopft ihm auf die Schulter, das heißt, das ist fertig, es geht weiter. Ja, da. Bei den großen Bands, da geht das schon so.
Da werden ja dann sämtliche Sachen schon abgeklebt auf der Gitarre, dass man ja nicht den Schalter betätigt oder den Knopf drückt. Und da, ja. Nein, wir machen alles noch Handmade. Ohne Roadies. Ohne Roadies passiert das Ganze, richtig. Genau. Das heißt, ihr dürft damit auch eure Instrumente selber schleppen. Richtig, ja. Wie ist da die Aufteilung in der Band? Geht der Sänger nur mit seinem Mikrofontasche alleine und lässt die anderen schleppen? Oder? Nein, deswegen tut er ja genauso Gitarre spielen, das auch was schleppen. Ja. Nein, das ist eine Riesenschlepperei. Das ist ja das Albtraum beim jedem Konzert, dass wir so viel zum Schleppen haben. Wir sind insofern so solidarisch, der Schlagzeuger hat eh gesagt, hilfst mir eh, den Schlagzeug zu transportieren. Ja. Und da halten wir zusammen. Ja. Wir packen alle an. Ja. Nein, ich habe irgendwo mal eine Band gesehen, also die waren wirklich so, da hat jeder sein Ding reingebracht und der Schlagzeuger ist dann 30 Mal gegangen und die anderen sind beim Bier gesessen und haben ihm zugeschaut, ob er schon fertig ist. Der hat dann auch wenig enthusiastisch gespielt irgendwie. Nein, wir halten schon zusammen. Das ist dann der Moment, wo man eigentlich die Band verlassen muss, wenn das nicht passt. Okay, also es passt noch alles bei der Brian Spree Band. Wir sagen nur mal den Termin, 1. Mai, 21 Uhr, das ist der Freitag im Café Carina, na schon langsam geht's dann, und ich merke mir das Café Carina im Stadtbahnbogen, Josefstädter Straße. Schönes Lokal, da wollte ich eh schon mal hinschauen, weil diese Stadtbahnbögen, die gefallen mir immer. Vielleicht geht sich das aus am Freitag. Wetter, wie gesagt, Manfred sagt, Wetterbericht, eh Regen. Also daheim können sie eh nichts machen, grün und so, fällt aus. Verschieben Sie lieber dann am Samstag, Sonntag und schauen Sie sich am Freitag die Brian Spree Band an. There's always something there to discover. If you follow the path that leads to a lover, you're on your own, you have some fun. It ain't so easy if you love someone. No time to say hello, hello. It's time for me to go. Hello, hello, hello. No time to say bye-bye. Hello, hello, hello. Cause it's me who's gonna cry. There's always something in her eyes that shine, a magic sparkle that lights up sometime. There's always something in her lips that show. She'll go where you want her to go. No time to say hello, 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 hello. Because it's time for me to go. Hello, hello, hello. No time to say bye-bye. Hello, hello, hello. Because it's me who's gonna cry.
to go. Anyway, your problems will still be there tomorrow. Maybe you'll forget them for just one night. But they'll be back again in the morning light. No time to say hello, 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 hello. Because it's time for me to go. Hello, hello, hello. No time to say bye-bye. Hello, hello, hello. Because it's me who's gonna cry. Jo, die Stunde ist so gut wie vorbei. Wir weisen Sie noch einmal hin auf den Termin. Jetzt darf ich mal aber der Brian sagen. Ja, Freitag, den 1. Mai, geigen wir auf im Café Carina in Wien, im 8. Bezirk, in der Stadtbahnbogen Josef-Städter-Straße. Musik haben Sie jetzt ausschließlich von der Brian Spray Band gehört. Das soll Sie aber nicht hindern, weil Sie es jetzt erklärt haben, die CD trotzdem zu kaufen. Wissen wir mittlerweile auch. Was gibt es Label, sagen wir vielleicht noch einmal? Airgold heißt das Label. Airgold.at, kannst reinschauen im Internet. Ja, und dort finden Sie alles Weitere. Und wie gesagt, beim Konzert gibt es ja die CD auch. Den Manfred Strasser verabschieden wir mit einem Hinweis darauf, sich mit Solitude dann wieder zu melden, wenn es soweit ist. Werden wir machen. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Konzert. Ja, du hast irgendwie am Anfang gesagt, es gibt einige Überraschungen. Ich weiß schon, dass keine Überraschungen sind beim Konzert, wollen wir sie jetzt da verraten? Na, wir reden noch mit Freunden, ob sie vielleicht ein oder zwei Lieder mitsingen wollen als Gäste, dass wir Pause machen und andere Leute zum Zug kommen. Sehr talentierte junge Musiker und Künstler. Okay, Eintritt ist frei, die CD gibt es zum Sonderpreis und regnet wird es auch. Also, was gibt Schöneres am 1. Mai als ins Café Carina zu schauen? Gut, danke fürs Kommen, viel Erfolg. Habt ihr schon Pläne für die zweite CD, für die nächste? Ich habe gestern bei der Probe gesagt, wir könnten jetzt schon arbeiten an den zweiten, jetzt im Sommer, wenn wir Zeit haben, in Hollerbrunn. Der Pool wird schon gereinigt und dann kann man sich treffen zur Grillparty. Ja, es platscht dann hin und wieder ein bisschen, aber das macht nichts, das ist eh gerade modern. Das ist inspirierend. Genau. Grillgeräusche, platschen hin und wieder, so ein Bierflaschelplopp und so. Richtig, ja. Nicht zu vergessen, Whisky. Genau. Viel Erfolg auf jeden Fall. Aber zunächst einmal für den Freitag und viel Spaß und wir sehen uns am Freitag. Danke fürs Kommen. Danke. Und die letzte Nummer, die wir jetzt noch von der CD spielen, nennt sich Big City. Mhm.